Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest 1, wo wir das letzte Mal einen gigantischen Riesen mit einer kleinen Steinschleuder erledigt haben und vollkommen ritterlich seinen Schatz, vorerst an uns genommen haben, um ihn sinnvoll zu verwerten, da dieser Riese das ja jetzt leider nicht mehr kann. Schauen wir, welchen Zweck wir diesen Schatz geben können. Vielleicht finden wir ja einen. Auf geht's. Hallo, Riese. The giant is lying dead on the ground, slain by a pebble to the forehead. This is fürchterlich. The giant is dead. Forget about him and continue your quest. Okay, it's in Ordnung. Now that he's dead, the giant couldn't care less what you want to give him. Nicht mal seinen Schatz will er haben. Okay, ich denke, hier oben gibt's dann auch nichts mehr, deswegen lasst uns zurück in das Land unterhalb der Wolken gehen, wo man nicht ständig Gefahr läuft. Ah, bitte! Wo man nicht ständig... Bitte! Ey! Du sollst hier lang gehen. Komm. Wo man nicht ständig Gefahr läuft, durch die Wolken hindurch nach unten zu stürzen. So, das wollte ich sagen. The sneaky hey, what the? Dwarf caught you by surprise. Did he steal anything from... Nein. Ich habe noch den Schatz. Er hat mir nichts Wichtiges geklaut. Ich habe noch alles, was wichtig ist. Was für ein Arsch. Ich frage mich, was dieser Zweig mir klauen würde. Da habe ich doch einen erschrocken, der kleine Mistkerl. Mit seinen glibberigen Krabbschwingern, die meinen Schatz klauen wollen. Ich kann den Riesen verstehen. Ich meine, ich wäre auch fast auf den Zweig draufgesprungen vor Wut. Also wenn er den Schatz geklaut hätte, hätte ich das bestimmt gemacht. Hinterherlaufen, Krabbschwingen, Schatz nehmen. So. Da sind wir. Using the gold key. Ungünstig wäre auch gewesen, wenn er mir den Schlüssel geklaut hätte. Das wäre tatsächlich ein bisschen niederschmetternd gewesen. Hallo Vögelchen. The baby birds are very hungry. It'll be several weeks before they're able to start feeding themselves. Oh, so süß. Okay, bringt aber nicht viel. Vielleicht mag ja dieser Gnom hier einen Goldschatz. Ich meine, er hat schon einen und er kann aus Stroh vermutlich Gold machen, aber wenn es tatsächlich umgekehrt sein sollte, dann ist ein Goldschatz bestimmt eine praktische Sache. You weren't invited into the gnome. Ja, ist in Ordnung. Alles klar. You do not need a spinning wheel. You won't need any straw on your... Es ist gut, jemanden zu haben, der mir sagt, was ich brauche und was ich nicht brauche. Vielleicht untersuchen wir jetzt auch mal ein paar andere Dinge ein bisschen. Flowers, you would ruin the nice garden. Oh, schade. Das lag mir jetzt ziemlich am Herzen, das nicht zu tun. Dann lasse ich das. Nein. Your attempt at cliff diving was a smashing failure. Ah, der Weg! Suddenly, a small... Dieser Zwerg taucht jetzt jedes Mal auf, um mir nichts zu stehlen. So. Safe.
Im WLAN. Naja, vielleicht können wir die Wachen mit dem Schatz beeindrucken. Irgendwen müssen wir mit dem Schatz beeindrucken können. Es ist ein Goldschatz, der ist riesig. The guards are well provided for by King Edward. They are not interested in any of your belongings. Alles klar. Ist in Ordnung. Muss nicht gleich fies sein. Portcullis is the only entrance to the king's castle. These stone-faced guards must have been trained not to converse with anybody. They ignore you. That's strict. Diese Menschen sind einfach zu unfreundlich. Wie soll ich hier in dieses Schloss kommen, wenn ich mich nicht einkaufen kann? Ich habe jetzt schon einen Riesen erledigt. Ist das nichts wert? Scheinbar nicht. There are strong currents under the... There are strong... There's no... Was macht man mit einem Goldschatz? Eine Frage, die man sich im wirklichen Leben wahrscheinlich nie stellen würde. Die Ziege ist nicht zurückgekommen. Mein Gott, nachdem sie den Troll besiegt hat, scheint sie sich irgendwo niedergelassen. On your quest, Sir Graham. Sagt das nicht. Nachdem sie den Troll besiegt hat, scheint sie sich irgendwo niedergelassen zu haben und macht jetzt erstmal Urlaub. Was ist eigentlich hier? Sie wollte da nicht rein, aber hey. In the old bucket. You're waiting. Und da bin ich auch wieder. Das war nicht, was ich wollte. You leap out of the water and climb into the... Ich kann also... Okay. The well water is cold and clear. There's not... Was kann ich hier tun? Ich habe immer noch die Steinschleuder, das ist ein Vorteil. Aber was bringt mir das alles? You admire the beauty of the four-leaf clover. Mitten im Wasser. You okay, leap out of the water and... Das bringt so gar nichts. The cold. The cold. The cold. Und wieder raus. You have encountered an old stone well in the middle of the woods. The stones of this ancient well are nearly crumbling. You'd better not cause any more damage. Oha. Wozu? Ich kann ins Wasser springen. Das ist beeindruckend, aber nicht hilfreich. Ein Gehirn arbeitet so langsam. The roots of the colossal oak are entwined among the rocks. Nicht nützlich, nicht nützlich, nicht nützliche Informationen fällt dann. You wouldn't want to ruin the beauty of this little lake by picking the flowers. Doch. There's eigentlich not much to do there. Sieht mir das sogar ziemlich ähnlich. You wouldn't want... Fischi, fischi, fischi. Könntest du da längs gehen? Danke. You're no horticulturist. You need to move close. Aber sind... Okay. Selbst wenn ich näher davor stehe, bringt das doch nichts. For you to move a boulder this large. Warum hast du mich denn hierher laufen lassen? Please try something else, Sir. Ja, ich weiß. Okay, okay. Please try something else. That's strange, you don't. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle.
Obviously, there are no music lovers here. That didn't achieve anything. Aber es ist ein Zielübung. Gut, das Ding ist riesig, aber please try. Alles klar, ich gehe wieder. The baby birds do not need anything from. Ja, okay. Ist sehr gut. Dieser Erzähler möchte, glaube ich, auch, dass ich möglichst viel in Ruhe lasse. Dass ich mich auch in Ruhe lassen. You don't know how long they've been standing there. Eating them probably wouldn't be a wise thing to do. Okay. Ist auch besser so. Ja, meinetwegen auch hier lang. Da ich keine andere Wahl habe, hier lang. You can't move the rock. Ich würde aber gerne. Diving into the raging current would result in certain death. Ja, das habe ich schon That's erlebt. Strange, you don't get an answer. It is a massive boulder that splits the river. Ich möchte diesen Boulder benutzen, um den River einfach mal lahmzulegen, damit ich nicht sofort sterbe. Gut, vielleicht habe ich eine kleine Abneigung gegen Wasser entwickelt. Eine kleine, aber die ist berechtigt. Wasser ist das garstigste, widerwärtigste, tödlichste Zeug, das es auf diesem verdammten Planeten gibt. Also sollte man es vom Fließen abhalten. Immer geradeaus und ich komme immer an dieselben Stellen. There's no ripe fruit on the tree to pick. There's no ripe fruit on the tree. Wie komme ich nochmal zu dem Eichhörnchen? Ich möchte zu dem Eichhörnchen. Ich habe jetzt Lust auf Eichhörnchen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Und ich sterbe wahrscheinlich wie auf dem Weg. Das passiert mir manchmal. Ist in Ordnung. Ah, Eichhörnchen. You choose a big, mean-looking walnut from the bunch scattered around. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Hallo, Eichhörnchen. Nothing hey. The squirrel here. Doesn't want one that you've touched. Oh. Alles klar. Aber das war doch schon mal was. Dann schauen wir jetzt, ob wir was damit anfangen können. Was tut man mit Walnüssen? When you open the walnut, you discover the nut inside is pure gold. Don't eat it. This walnut is not edible, since it is pure gold. What the fuck? Was mache ich damit? You hear the heavy footfalls of an ogre. He stomps into the clearing, spots you, and decides to crush the. Ciao, Ogre! Manche Leute sind einfach unfreundlich. Nein! Ich hasse dich! Stirb, Hexe! Langsam verstehe ich, wie das mit der Hexenverbrennung läuft. Es muss ungefähr so gewesen sein. Who knows what sinister plan she has und in store. Dafür sind tausende Unschuldige gestorben, weil eine Hexe jemanden tausendmal in Keks verwandelt hat. The witch has turned you into a gingerbread man. You shouldn't drop that, Sir Graham. Perhaps you'll need it to complete your quest. Vielleicht, aber vielleicht muss ich es auch irgendwo an einer bestimmten Stelle fallen lassen. Die Ziege ist immer noch auf Urlaub. Hey Nils, kommst du nicht weiter? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe kein Interesse an deiner Hilfe. The woodcutter speaks with joy in his voice. Sir Knight, bless you. Even now, my wife is recovering due to your kindness.
Ja, das ist doch toll. Thank you, Sir Knight. Ja, bitte. You have already given the woodcutter a bowl filled with stew. To help him now, you must hurry and complete your mission. Okay, okay. The cupboard is empty. You cannot get the pitcher. Okay, let's give it to an Alex. The hit me. The axe is tightly wedged in the tree stump. You cannot remove it, no matter what you do. Alex, du hast mich betrogen. Es tut mir leid, ich bin so tief hier drinnen. Ich kann ja nichts dafür, dass du so schwach bist. Oh Gott. Was tue ich mit einem Goldnugget und mit einem Schatz? Ich habe einen Goldnugget und einen Schatz. Das macht keinen Sinn. Wozu brauche ich beides? Nothing happens. Nothing. Nothing. Und ich habe immer noch diese Geige, mit der ich nichts anfangen konnte, weil niemand Musik mag. Ich werde in diesem Video unendlich viel schneiden. Nein, 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 nein. Siehst du was? Siehst du was, Hexe? Ich bin ausgewichen. Ausgewichen, ja. Auch das geht. Auch das kann ich. Ich kann dir ausweichen. Das bedeutet, du hast keine Macht mehr über mich. Ich habe dich besiegt, Hexe. Oh Gott, ich liebe es. Ich habe sie besiegt, diese dämliche, besenfliegende Irre. What the fuck? Nein! Den hab ich auch. Das ist doch nicht wahr! Und damit beende ich dieses Video. Ich habe keine Lust mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Und irgendwas war noch. Ach ja, wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es da unten hin. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal.